Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Europa Universalis 4. Das Dreigestirn Europas ist wieder zur Stelle, um euch zu unterhalten. Und dazu zählt zum einen der polnisch-litauische Eroberer der Welten, Günther Shadow. Hallo Günther. Ja, hallo und herzlich willkommen liebe Freunde. Serdecznie witame. Und im hohen Norden, aber nicht ganz so hoch im Norden, wie wir im Skandinavien sind, der Legendary Marvin als Hansestädter. Moin, moin. Marvin, du bist gerade im Krieg gegen wen? Ich hab das, wusste gar nicht. Gegen Swahili. Sehen wir überhaupt Swahili? Ich mach mal die Pause. Marvin muss die Pause ausmachen. Mali sehe ich. Mali, Songhai, Hansebund. Und das war's. Ah, doch da, Swahili, jetzt sehe ich sie. Oyo, Ife, Songhai. Kennt ihr eigentlich das wunderbare Lied Baba Yetu? Natürlich. Irgendwie von ganz, ganz früher, ja. Das Titellied von Civilization 4, das einzige Videospiel-Musikstück, das einen Grammy gekriegt hat. Nein. Okay. Doch, das hat einen Grammy gekriegt, tatsächlich. 2012 sogar schon. Und das ist ja das Vaterunser auf Swahili. Ah. Eine Freundin von mir ist im Chor, im Studentenchor, und dort wurde das auch gesungen. Hm. Und ich dachte mir, ah ja, da schau her, die Videospielmusik hat es jetzt zwar in die Hochkultur geschafft, aber... Naja, es gibt inzwischen regelmäßig Konzerte, Videogames Live ist dieses Jahr in der Philharmonie in München. Also im vierten Mal treten es auf und zum ersten Mal in der Philharmonie. Das war ein Orchester, die halt spielen, das sieht wirklich auch genau so interessant. Kommt langsam aber sicher an. In Japan hat Inge das ja schon wesentlich länger so. Mhm. Wir haben Verluste erlitten, wir haben gekämpft. Ja? Was? Wo denn? Okay. Wie? Ich habe mal gelesen, wenn man sich konzentrieren will, dann ist es gut, wenn man Videospielmusik anmacht, weil die, wenn sie gut gemacht ist, darauf ausgelegt ist, dass man eben dabei bleibt, dass man sich auf diese eine Sache konzentriert und sich da nicht ablenken lässt. Ah, die Immersion. Ja. Ist halt die Frage, inwieweit das funktioniert, weil also, wenn es selber kann man Filmmusik eigentlich auch sagen, die Frage ist halt, wie viel emotionale Verbindung man mit dieser Musik hat, weil sonst lenkt es einen sehr, sehr schnell wieder ab. Stimmt wohl. Ich weiß nicht, ob ich neben dem Morrowind-Soundtrack noch lernen könnte. Sorry, dass ich hier gerade die ganze Zeit pausieren muss, aber ich habe gerade die Armeen von der Krim und Karakundu in die Flucht geschlagen. Und von Genua natürlich noch. Genua sollte man nicht vergessen. Dann roll du doch einfach mal da drüber. Wie ist dahin? Das dauert noch einen Moment, Mädels. Ach, das ist so schön. Die Animationen sind von den Soldaten hier, sie können ein bisschen schneller gehen. Ich meine, sie sind im Krieg, sie flüchten, sie sind gerade geschlagen worden und sie machen so einen Freizeitspaziergang. Auch das Pferd trabt nicht, sondern es ist, ja, also weiß ich auch nicht. Ich muss öfter mal ganz reinzoomen, um das auch wirklich hier zu schätzen, was wie schön das gemacht ist. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal gleich pausieren müssen. Es tut mir leid, aber ich werde dann, Es wurde ja schon kritisiert, oh Günner, du pausierst ja dauernd. Das ist auch nicht ganz falsch. Also ich habe hier echt häufig pausiert bisher. So, jetzt wird wahrscheinlich erst nochmal gleich... Naja, wobei, ich glaube, ich werde hier ein paar schöne Vibes hinkriegen, wenn wir Glück haben. Und dann haben wir auch... Das Doofe ist halt, ich komme hier an die Provinz Perm nicht ran. Ja, das könnte sein, dass wir da was hinbekommen. Seid ihr noch da, Ladies? Naja, wir warten. Marvin, bist du an die Tür, um ein Paket anzunehmen? Nö. Hier steht Pause durch Legendary Marvin. Ah ja, okay, gut, alles klar. Entschuldigt. Ach, du wolltest jetzt auch deinen Krieg nur managen, vermute ich jetzt einfach mal, ne? Ja, der Krieg ist schon vorbei, ich habe aber jetzt Schlacht verloren. Swahili will Militärzugang haben. Ist das
behämmert. Alter, warum wollen die nach Polen, Litauen? Haben die überhaupt ein Transportschiff? Du, über die Protektorate Mamelucken, Osmanen, Politern, dann sind sie bei mir in der Heimat. Ah ja, okay. Ah, der Hansebund kann wieder Bündnis mit dem Mann. Yes. Wie war das so schön? Im Jahre 50 nach Christus musste man, wenn man von Korea nach Schottland wollte, nur 3 Grenzen überschreiten. China, Russland. Also Russland gab es ja damals nicht. Du hattest natürlich Rom, du hattest. Welche Dynastie war das? Können wir mit der Geschwindigkeit noch einen Ticken runtergehen jetzt nochmal kurz? Das wäre total super. Ja, kannst du das nicht auch einstellen? Ja, nee, du bist ja Spielleiter. Nee, der Host. Als Spielleiter. Normalerweise kann das nur der Host, aber manchmal können es auch alle. Okay. Das weiß man nicht so genau, wann das ist. Ja, genau. In krassen Ausnahmesituationen geht das. Doch keine Einstellung dafür, ist halt manchmal so. Ich überlege gerade, wenn man. Der uns sieht sauber aus. Zack, komm, 41.000 osmanische Janitschare. Haben die schon Janitschare? Wahrscheinlich. Sie sehen so aus. Ja, okay. Günnar, du gehst gerade in die Schlacht rein, ne? Nee, das ist Österreich. Sorry. Ich bin noch im alten Let's Play. Okay. Sind auch erst 20 Folgen. 25. Ich habe ja bei Folge Nummer 25 hatte ich das Thumbnail noch nicht eingestellt. Mhm. Und als ich dann veröffentlicht habe, war ich eben bei meinen Eltern, hatte keinen Zugriff auf meinen Computer zu Hause. Und musste es dann so veröffentlichen, habe im Paint ein wunderschönes Thumbnail dann selbst mal eben kurz gemacht. Und es hat so viele Komplimente bekommen, dass ich glaube jetzt alle meine Thumbnails im Paint mache und Abstand nehme von diesem professionellen Photoshop-Designs, ja. Nee, nicht wirklich, aber ja, ich fand es schön, dass sich die Leute darüber gefreut haben. Ehrliche Thumbnails verdienen, bringen mir. Ne, so hausgemachte Thumbnails. Das ist doch viel schöner. Och, Ladies. Mach's dir doch bitte platt. Es sind nur 10 Regimente, aber die stehen da schon jetzt seit Ewigkeiten mit 0 Punkt Moral. Und mittlerweile schmilzt jetzt meine Armee sogar langsam, denn das gibt's einfach nicht. Und er hat noch ein Geländemalus. So eine Frechheit. So eine hodenlose Frechheit. Das ist eine hodenlose Frechheit. Wohin läufst du denn jetzt? Nach Saratov, dann laufe ich da mal hinterher. So, ich muss mal hier wieder meine Truppen etwas aufteilen. Genau, ja, mach das mal. Nur dahin. Genau, du greifst an. Wann kommst du an? Am 8. November. Naja, wir schauen mal, was wir da hinbekommen. Also schön, man denkt, hey, die Schlacht gewinnt man so, und zack, 9-1 im Nahkampf, alles vorbei. Ja, das ist so geil, wenn du,
Also, ja, teilweise ist es echt schon ein bisschen unverschämt, aber ich krieg schon wieder ein Terrama. Also. Ein Terramalus? Keinen anderen Malus? Nein, also wirklich ein, also das Terrain ist nicht so gut. Das ist also wirklich nur das Terrain jetzt, ja, also, ne? Ah also, ja, schade. Ne? Also nicht andere Gelände oder Überquerungsmodifikatoren. Ah ja. Also die kämen natürlich auch in Frage. Ja, welche gibt es da eigentlich so genau? Ich weiß ja nicht. 3 Folgen haben wir jetzt schon aufgenommen, du hast es noch nicht einmal gesagt. Ja, also ich weiß auch nicht, das muss ein schwacher Tag gewesen sein, den ich da erwischt habe. Total. Dabei hat Marvin vorher noch die Steilvorlage gegeben. Ja, das stimmt, ja. Immerhin 2-1 Verluste für ihn. Ah ja, besser. Oh, mein erster Ball. Das läuft. So, Österreich, mach die Osmanen platt. Ich hole mir erstmal schön separat Frieden mit der Krim. Wie kann ich denn mein Flottenlimit vergrößern? Docks bauen? Flottenprovinzen, zum Beispiel, die in der Provinzreise Tagebaue drin nicht erhöhen. Ah ja, gut. Oh, Moment mal kurz. Ich stelle gerade fest, ich habe hier irgendwelchen Einheiten noch das Anschließen von Truppen erlaubt. Das muss ich sofort ausstellen. Das geht ja gar nicht. Du weißt, dass es nichts hilft. Achso, und das ist ja auch Skandinavien, die sich da meiner Armee angeschlossen haben. Ich habe schon gedacht, das wären die Österreicher. Die jetzt hier total konsterniert hier rumlaufen und sich einfach nur irgendwie geisteskrank irgendwie so einer Mini-Popeltruppe anschließen. Aber Skandinavien. So geil. Okay, also Egonson, du brauchst dich nicht nach Geht ich cool? Genau. Ach, dann gehe ich wieder nach Haus. So, jetzt muss ich das hier nochmal gerade durchgucken. Da muss ich ja jetzt gerade aber echt keiner anschließen. Lass mich mal ganz kurz hier noch checken. Moment, was war hier? Die sind ein bisschen schwach auf der Brust, ne? Komm, dann gehst du mal hin. Müssen wir hier noch die Trapp-Trapp-Pferdchen. Du gibst Bescheid, wenn wir die Spielgeschwindigkeit wieder hochstellen können. Ja. Ja. Da müssen wir aber echt noch ein bisschen warten, weil ich traue der Sache hier noch nicht so ganz. Ich bin total verwirrt, weil mein Nachbar schon seit längerer Zeit nicht mehr Nägel in die Wand geklopft hat. Jetzt, wo es weg ist, vermisse ich es irgendwie. Jake hat sich einen Nagel in die Hand gehauen und sitzt im Krankenhaus. Kennt ihr da gibt es ein Internetvideo mit einem Zauberer, der den Zaubertrick vorführt, dass du unter einem Plastikbecher einen Nagel hast. Oh ja, das ist ganz, ganz schlimm. Und dann ist der Trick eben, dass er jemanden fragt, okay, ist der Nagel hier? Ja, es ist so eine Moderatorin, die er fragt, ne? Genau, und die ist halt, die hat ein Pokerface, die ist da eiskalt, da ist es völlig egal, ob der den Nagel in die Hand kriegt oder nicht. Und da kann er halt nichts mit anfangen. Und er ist halt im Fernsehen, macht das trotzdem. Und er ist halt den Becher mit dem Nagel und haut sich den in die Hand. Ja, ja. Boah! Das ist echt gierig, ja, ja. Ich habe einen Kommilitonen, jetzt Ex-Kommiliton, der tatsächlich Zauberer ist, Berufszauberer geworden. Ah, okay. Hat inzwischen schon ein eigenes Atelier und so und eine Reihe, wo er im Restaurant zusammenarbeitet. Und da kannst du dann, das ist auf das nächste Jahr ausgebucht.
Da gibt's halt gutes, kriegst gutes Essen und von ihm so eine Show. Aber er ist kein. Wir können auf zwei gehen übrigens, ja? Ja, ja. Also er ist kein Illusionist, der sich irgendwie Mascara ins Gesicht schmiert und dann so ein Frauen schweben lässt. Genau, sondern so von wegen, der ist auch so ganz ehrlich, von wegen, ah ja, er ist kein Zauberer, er macht es hier, also es ist Unterhaltung und klar, es sind Illusionen, ja, aber da ist jetzt nicht so fancy-schmancy. Und ein in seinem Repertoire hat er eben auch das und er hat mir verraten, dass es halt tatsächlich so ist, dass du nur jemanden aus dem Publikum brauchst. Den suchst du dir schon eine halbe Stunde vorher aus. Am besten so ja, jemanden, der total mitgeht und sehr, sehr die Emotionen zeigt. Ja, ja, und dann gehst du eben mit der Hand über den Einbecher und du kannst den praktisch aus dem Gesicht lesen. So, oh, okay, da ist bestimmt der Nagel drin. Ja. Und das macht er schon seit Jahren, hat immer geklappt. Also da gibt es keine versteckte Kamera, die es aufzeichnet, keine Markierung, sondern das ist wirklich Leute lesen. Da Respekt dafür. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hätte da jetzt mal so die Hosen voll. Das Doofe ist, ich glaube, dass diese ganzen osmanischen Truppen, dass die irgendwann hier auf der Seite rumgelaufen kommen. Gekonntes Manöver. Zack, sind sie auf der anderen Seite des Bosporus. Ukrainische Nationalisten hast du daran gezogen. Mit zu nah an der Wirklichkeit. Ja, also mein Ziel ist es ja jetzt erstmal hier die Krim aus diesem Krieg rauszubekommen. Weil die Krim ist halt momentan auch ein Rivale von mir, also nicht ein Rivale von mir, die haben sich einer Koalition gegen mich angeschlossen und da möchte ich eigentlich schon ganz gerne vermeiden, dass ich da irgendwelche bösen Überraschungen erlebe. Aber wir haben schon 36% Kriegsschaden gegen die Osmanen, das ist eigentlich auch cool. Jetzt muss ich nur noch irgendwie die Walachei bekommen. Das ist ja mein Kriegsziel. Also Silistrien hätte ich ganz gerne, das werde ich aber, glaube ich, dann als... Das werde ich, glaube ich, eher verlangen oder als Bulgarien freilassen. Marvin, wie ist das nochmal, wenn Tarnovo orthodox ist und Silistrien dann reformiert? Ja? Ja. Kaufen die das dann nicht, weil das orthodox ist? Oder machen die das nur... Wer soll es kaufen? Oder machen die das nur bei ungläubigen Provinzen? Also kaufen die theoretisch Heretiker-Provinzen? Kauft eine reformierte was Protestantisches? Also wenn es dieselbe Kulturgruppe ist, vielleicht. Aber ich bin mir echt auch nicht ganz sicher. Das ist immer so die Sache. Ja. Muss dieselbe Kulturgruppe und dieselbe Religion sein? Ich glaube, eine Unterscheidung zwischen Heretiker und Heiden gibt es, glaube ich, nicht, soweit ich mich erinnern kann. Aber ob es immer beides sein muss oder nicht, das kann ich mir nicht merken. Ja, okay. Ich hatte mal einen Fall, wo ich Provinzen konvertiert habe, bevor ich sie an jemanden verkaufen kann, das weiß ich noch. Aber es kann sein, dass es die falsche Kulturgruppe war und es deswegen halt vorher konvertieren musste, das ist das Problem. Ja, ja, ja. Ja, okay. Stimmt, das war Syrien. Syrien konnte ich ägyptische Provinzen verkaufen, nachdem sie konvertiert waren. Das heißt, es müsste eins von beiden, wenn es stimmt, müsste reichen. Wird richtige Kultur oder richtige Religion ist, offenbar. Okay. Oder wenn sie halt mal besessen haben, ist immer am tollsten. Ich habe jetzt in meinem Burgundspiel mal Lücken vasalisiert, damit ich die an den ganzen osmanischen Provinzen wieder großfüttern kann. Das ist natürlich auch geil. Annektieren bringt zwar nicht so unendlich viel, weil ja alles Übersee ist, aber dafür hat man ein riesiges Mamlukkenreich und ein kleineres Osmanen als vorher. Weil die Osmanen bei mir die Ungarn gefressen haben. Es ist immer lustig, was alles passiert, wenn man die Franzosen ausschaltet. Das sind immer ganz komische Sachen. Dann wird das Spiel echt crazy nach einer Zeit, das stimmt. Da geht immer Moskau zugrunde, wenn Frankreich weg ist. Es geht meistens Ungarn zugrunde, wenn Frankreich weg ist. Das ist lustig. Da kann das Spiel nicht mit umgehen. Gerade so still. Ich kriege einen Anspruch auf Silistrien. Okay, cool. Ich habe schon Anspruch auf Silistrien.
Und wir haben die Walachei belagert. Coolstens. Okay. Habe ich auch noch nicht gehört von Köln. Ich freue mich ja nur. Leute, lasst mir doch meine 5 Minutes of Fame or Luck or whatever. Du spielst ja nur mit, um wieder neue kreative Schimpfwörter an den Mann zu bringen. Genau. Genau, wie coolstens. Moment. Ja. Ach, jetzt habe ich hier wieder das Falsche geklickt. Ich bin so ein Dödel. So, Österreich, dann greif mal Mingrelien an. Genau, mach das mal. Das ist voll cool, weil in dieses Scheiß-Terrain will ich nämlich nicht rein. Das kannst du dich dann trauen. Oh, das machen die aber easy peasy. Cool. Schon 50%. Sau cool. Ich hab gerade Genua erobert. Also in der Krim. Das ist so witzig. Oh ja, dann kannst du ja mit dem ganzen Geld, was du da jetzt in die Kriegskasse gespült bekommst, kannst du ja den Hansen dann zurückzahlen. Ja, ich sehe nur gerade, warte mal, da sind 48 Regimenter der Osmanen unterwegs. Und die vernichten gerade Österreich. Ach, die haben in Novgorod meine Rebellen weggeplättet. Das ist ja auch überaus nett Österreich, aber das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Vor allem der 5-6er General, den könnte man brauchen im Osmanenland. Okay, sie haben da zwei, okay, sie haben da auch gute Generäle, aber 4-3 statt 5-6er wäre 5-6 schon besser. Hey, haben sie schöne Generäle und jetzt nutzen sie nichts. Das ist traurig, traurig. Ja, ja. Ja, vor allen Dingen, die Osmanen werden ja danach wahrscheinlich wieder hier rüberkommen. Deswegen lauft ihr schon mal zurück. Tretet doch mal den Rückzug an. Und dann schauen wir mal weiter. Ich muss mal gucken, dass ich hier möglichst bald meinen Frieden mit der Krim bekomme. Dass ich da meine Truppen wieder rauskrieg. Obwohl, die Osmanen losen noch ganz gut in Sofia, ne? Die verlieren dann noch so das ein oder andere Regiment. Ja. Jetzt sind es nur noch 50, ja. Ach, die Kampfanimationen sind so schön, wenn sie ihre Vorderlader stopfen und dabei gar nichts in der Hand haben. So, wie kriege ich jetzt noch 22 Beziehungspunkte zum Hansebund hin? Wirtschaftsmann. Willst du denn vom Hansebund? Ich habe es mir zum Ziel gemacht, dein Freund zu werden. Achso, kann ich nachvollziehen. Ja, das kann der Marvin nachvollziehen. Marvin, du bist so cool, ich hätte dich gerne als Freund. Ja, okay, das könnte machbar sein, ja. Klingt plausibel, ja. Ich habe gerade viele Freunde, mal gucken, ja. Also. Eigentlich jetzt mit dem Limit an Freunden, aber... Jetzt bin ich mal echt gespannt hier. Das musste ich letztens tatsächlich sagen. Auf Steam gibt es ja ein Freunde-Limit. Ah, okay. Und da bin ich ja schon lange drüber. Deswegen kann ich keine neuen Einladungen mehr annehmen. Und ein Freund aus dem echten Leben hat vor kurzem seine Liebe zu Computerspielen wiederentdeckt und hat mich da geaddet und ich kannte seinen Namen. Ich wusste ja gar nicht, was macht. Dann eine Woche später so, oh, ich habe meine Freundschaftsanfrage nicht angenommen. Ich so, was? Du spielst? Ja, da müsste man Level kriegen und das ist immer so eine Sache, dass man auf Steam Level kriegt. Ja, das, da lasse ich mich gar nicht erst drauf ein. So, schauen wir mal gerade, was wir von der... Können wir von der Krim schon was fordern? Tatsache, könnten wir. Wir könnten schon was fordern, ja. Wir werden übrigens langsam wieder an der
Bookmark-Linie. Moment. Time-Mark. Okay. Ja, lass uns hier eine Pause machen und lass uns... Mir fällt keine deutsche Wendung dafür ein. Am Keyframe. Genau. Top deutsche Übersetzung. Danke. Ja. Okay. Ja, lass uns hier eine 10-Minuten-Pause machen. Ich muss mal schauen, dass ich Zugang zum Heizungskeller bekomme, um gucken, ob die Heizung richtig eingestellt ist, weil sie läuft nicht und mir wird es langsam kalt. Hier ist schon wie in Skandinavien. Ich meine, für mich ist das natürlich schön fürs Spielgefühl, dass so kalt ist, aber auf Dauer dann doch nicht angenehm. Ja. Okay. Ja, dann bis später. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Genau, Dovidenia.